Hallo Steffe, erstmal vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast. Sehr gerne. Freut mich, da zu sein. Ja, die Demokratie, ist sie jetzt nach diesem Urteil in Gefahr? Wie siehst du das? Die Demokratie selber hat schwer Schlagseite erlitten, weil die letzte Gewalt im Staate eigentlich versagt hat und zeigt, wie pervertiert das ganze System mittlerweile ist. Die planen ja irgendwas im großen Stil. Könnte es sein, dass die eine gesamteuropäische Diktatur letzten Endes als Agenda verfolgen? Also ich nehme an, die Formulierung müsste anders heißen. Es wird eher eine Art der Sowjetunion. Es geht alles in Richtung einer Räterepublik, so wie es im Vorbild der Sowjetunion auch war. Wir haben den Europäischen Rat, Rat der Europäischen Union, die Kommission und im Endeffekt wird dann irgendwann in Brüssel über alles entschieden. Wir können hier vor Ort noch entsprechende Vertreter für Europa wählen, aber im Zweifelsfall haben wir keinerlei nationalen Einfluss irgendwann mehr, was in Brüssel entschieden wird oder ähnliches. Das ist ja auch jetzt schon so, wenn Verordnungen erlassen werden, dann werden die in nationales Recht umgesetzt und dann ist das erledigt, das Thema. Etliche Beispiele dafür gibt es. Wie gesagt, Glühbirnen sind jetzt mal komplett abgeschafft. Das ist mal eins meiner Lieblingsbeispiele. Ein bisschen zynisch ist das Ganze natürlich für die neuen Bundesländer. 1989 war der Mauerfall und die haben sich gefreut, endlich raus da. Und jetzt kommen sie eigentlich in einen neuen Käfig rein, der vielleicht ein bisschen golden angestrichen wird, wo man das Gefühl hat, man würde sich in einem freien und ja, ich sag mal, liberalen Europa befinden. Wenn man sich die Entwicklung allerdings anschaut, beispielsweise im Rahmen der Überwachung, was das INDEC-Programm angeht und andere Geschichten, dann werden die Menschen sehr bald feststellen, dass das mit Freiheit in dem Sinne nichts mehr zu tun hat. Das Problem, was ich tatsächlich sehe, ist, dass es die Menschen offensichtlich alles gar nicht mehr interessiert. Die sind einfach so sehr damit beschäftigt, sich die neuesten Apps zu laden, sich den ganzen Tag bei Facebook rumzutreiben und sich einen neuen TFT-Bildschirm zu kaufen, dass sie überhaupt nicht bemerken, wie sie so langsam aber sicher schmiedeeiserne Fesseln an die Beine genagelt bekommen. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem für die Zukunft, auch wenn die Menschen erstmal ihre Freiheit verloren haben, dann wird es sehr viel Schweiß, Blut und Tränen kosten, die Freiheit wieder zu erlangen. Du hattest vorhin die EUDSSR, sowas in der Art, also eine Sowjetrepublik Europa. Sowjet ist ja der Rat, eine Räterepublik Europa, also erwähnt. Ich weiß es nicht. Eine kommunistische EUDSSR mit einem kapitalistischen Vorzeichen, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Naja, im Zweifelsfall ist die Tendenz relativ offensichtlich. Die Entwicklung geht halt in Richtung eines sozialistischen Superstaates. Das ist ja nichts anderes, was momentan gemacht wird mit den ganzen Rettungspaketen und ähnlichem. Lässt sich auch ein bisschen vergleichen mit dem Länderfinanzausgleich. Am Ende wird Deutschland halt zunächst erstmal umgekrempelt und wir können das Geld dann nach Brüssel schicken. Und die Bürger selbst werden Empfänger von Hilfsleistungen. In den USA ist das momentan beispielsweise mit den Lebensmittelmarken, glaube knapp 50 Millionen Lebensmittelmarkenempfänger oder sind es schon 60, ich weiß es nicht ganz genau, von etwas über 300 Millionen Bürgern. Da stimmt doch was nicht. Also wenn der Staat beginnt, die Menschen so weit auszusaugen, dass sie hinterher Bitte machen müssen, um irgendwo wieder auf eine Lebensgrundlage gesetzt zu werden, dann ist das eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Und ähnlich läuft es immer mehr auch in Deutschland und ich vermute, dass das ganze Prinzip sich für Europa durchsetzen wird. Und wenn man sich anschaut, wie die Wahlen laufen, das hatte ich ja schon, bevor die Wahlen in einigen europäischen Ländern losgegangen sind, geschrieben, dass ich diesen sehr sozialistischen Ruck auch erwarte. Also wenn ich mir anschaue, ich hatte damals einen Artikel zum Beispiel gemacht zu dem Lastenausgleichsgesetz. Das Lastenausgleichsgesetz ist eine Geschichte, die also zumindest in annähernder Form auch in näherer Zukunft wieder zur Anwendung kommen dürfte. Und dann werden halt die deutschen Vermögen auch nochmal ordentlich umgepflügt. Und das Ganze wird dann sozialistisch umverteilt. Also das sehe ich so. Kommunismus in der Form, wie man ihn sich jetzt klassisch vorstellt, denke ich, wird es nicht sein. Die Menschen werden weiterhin in den Glauben gelassen, sie würden in einer ganz normalen Demokratie, in einer repräsentativen Demokratie leben. Und in Brüssel werden Lobbyisten halt entsprechende Entscheidungen durchprügeln, die dann von den Räten entsprechend verordnet werden. Und dann ist das halt Recht für alle. Also die Gefahr ist durchaus gegeben und wie gesagt, ich sehe eher den sozialistischen Superstaat als halt einen kommunistischen.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Thema Sozialabbau und im Grunde genommen Bittstellertum, um überhaupt was zu essen zu haben. Wird dann vielleicht Gemüse die neue Währung der Zukunft, sagen wir mal Stichwort Gartengold? Wenn man zum Beispiel in Griechenland, wo die Leute wirklich nichts mehr zu essen haben, einen großen Dachgarten hat, der nicht von Fremden leer geklaut werden kann, dann ist man wirklich ganz vorne dabei. Sollte man hier vielleicht auch mal langsam schauen, dass man irgendwo vielleicht ein Stück Wald frei macht und da ein Gärtchen anlegt? Oder wie sieht unsere Zukunft denn dann aus? Naja, beispielsweise in Australien haben sie ja schon damit begonnen, eigentlich eigenen Anbau zu kriminalisieren. Da gibt es also große Firmen wie Monsanto und ähnliches, die auch ein Interesse daran haben, dass eben nicht jeder Bürger sein eigenes Saatgut zu Hause züchtet, sein eigenes Gemüse. Das ist, denke ich mal, nur eine Übergangslösung. Auf Dauer wird das sicherlich kein tragfähiges Modell sein. Ich denke, dass jeder gut daran beraten ist, wenn er sowas hat, aber viele Menschen leben ja einfach in Städten und da kann man sich nicht mal eben ein Stück Wald umpflügen und das zu Acker machen. Aber eine Hartwährung, also Hartwährungen werden sich auf jeden Fall entwickeln und ob das dann nur Tabak ist oder Gemüse oder ähnliches, das dürfte auf jeden Fall in Zukunft das sein, woran man sich orientieren kann, um, ich sag mal, wenn denn dann auch tatsächlich irgendwann mal der Bargeldverkehr komplett eingestellt werden sollte, was sie also dramatischerweise versuchen, dass man nicht völlig aufgeschmissen ist und irgendwo die Möglichkeit hat, mit den Menschen noch einen eigenen Handel zu betreiben und sich selbst auch zu ernähren. Dafür sind Gemüsegärten natürlich perfekt. Du hast ja auch ein Grundstück in Kanada, wie ich weiß. Wann ist bei dir der Zeitpunkt erreicht, wo du die Koffer packst und der Bundesrepublik Deutschland den Rücken kehrst? Da würde ich sagen, eigentlich ASAP. As soon as possible. Also sobald ich meine Immigration habe, werde ich sehen, dass ich hier wegkomme. Sie ziehen den Gürtel immer enger und wir stehen wirklich an einem Punkt, der historische Ausmaße hat. Wenn dieser ganze Laden poppt, er wird momentan politisch am Leben gehalten, der Euro ist schon lange tot, der Dollar ist schon lange tot. Und alle singen halt dasselbe Lied von wegen, das wird schon wieder durchhalten, etc. Meiner bescheidenen Meinung nach wird da gar nichts wieder, sondern das Ganze muss und wird sich, denke ich, irgendwann in einer kompletten Implosion auflösen, die sämtliche Vorstellungskraft sprengen wird. Und wenn ich tatsächlich Ende nächsten Jahres meine Immigration in der Tasche habe, was ich hoffe, werde ich sehen, dass ich so zügig wie möglich wegkomme. Sollte die Lage vorher eskalieren, dann muss ich halt gucken, ob ich irgendwo mit meiner Familie auf dem Bananenkutter rüberkomme. Cheffe, ich danke dir herzlich, dass du die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne. Hat mich gefreut.